Auch der einzige österreichische Teamspieler im Stadion heute Abend, Rubino Kottier, darf von Beginn an um die 3 Punkte kämpfen. Hybala ändert das System abermals und das, obwohl 6 angeschlagene oder verletzte Fachkräfte eher zu einem neuen Mannschaftsbus als zu vielen Varianten verleiten. 4 Spanier bei den Kärntnern in der Anfangself und es geht gleich rasant los. In der 2. Minute Wolfsberg, Polverino mit einem langen Ball auf Jacobo. Der zögert nicht lange und stellt sofort auf 1:0. 102 Sekunden hat es gedauert. Das schnellste Tor in dieser Bundesliga-Saison bisher und der erste Schock für die Grazer. Die Sturmverteidigung in diesem Moment noch etwas verschlafen. Hier der lange Ball von Polverino, einhaken von Jacobo reicht und schon ist die Abwehr ausgespielt. 1:0 für Wolfsberg. Aber es dauert nur wenige Minuten. Wir sind in der 7. Spielminute. Sturm Graz dann gleich mit viel Tempo als Antwort auf den ersten Schock. Okotie, sehr beweglich heute. Vom Start weg, dann Klein bedient Bodol, da reicht auch ein Haken, dann der Pass zur Mitte und Savic völlig alleine per Kopf zum 1:1 in der 7. Minute. Sturm mit sehr viel Platz und da waren einige Fehler in der Kärntner Verteidigung. Lindl nicht eng genug an Savic und der erzielt seinen ersten Treffer in seinem ersten Einsatz der neuen Bundesliga-Saison. Hier nochmal. Bodol unbedrängt, Savic unbedrängt und unsere Extrakamera zeigt, wie viel Platz er hier hat. Und dann schnell der Weg zum Trainer. Plötzlich ist alles wieder gut. Und wieder dauert es nur 2 Minuten. Fast zu schnell auch für die Kameras. Okotie plötzlich ganz alleine und stellt in der 9. Minute auf 2:1. Und die Partie ist nach wenigen Augenblicken wieder gedreht. 2:1 für Sturm Graz. Rubin Okotie ist ein 2. Saisontreffer. Wieder völlig alleine und skurril, wie das Ganze abgegangen ist. Ein weiter Abschlag dann, abgefangen an der Mittellinie. Es folgt ein Foul von Jovanovic an Bodol. Savic überzuckert das, ist der cleverste und schnellste. Spielt sofort ab auf den alleinstehenden Okotie. Die Viererkette von Wolfsberg bleibt stehen. Da fehlt den Kärntnern Routine und Übersicht. Und so schnell ist der Traumstart in die Partie zum Albtraum geworden. Die Superoffensive bei Sturm schlägt innerhalb von 3 Minuten voll zu. Alle Reibereien im Vorfeld sind schnell vergessen. Dann eine eher etwas ruhigere Phase. Sturm hat zwar mehr vom Spiel, eine Seltenheit in diesem Teil des Spiels. Eine Chance für die Wolfsberger. Jacobo per Kopf, dann ein Eckball für WRC. Lindl. Noch immer die Wolfsberger. Phasenweise schneller, schnörkelloser Fußball der Kärntner. Viel über die rechte Seite. Ein beweglicher Kercher. Ball zur Mitte und der Kopfball von De Paula. Nach einem Angriff mit viel Tempo über die rechte Seite. Diese Phase im Spiel gehört eigentlich den Kärntnern. Aber dann die 41. Minute. Abschlag von Grazer. Und wieder geht es schnell bei den Grazern. Da wird Polverino von seinem Mittelspieler unter Druck gesetzt. Zusammenspiel von Weber und Sukuta Passo. 2. Saisontreffer. Und es steht 3:1 in der 41. Minute. Wir sehen im Mittelfeld dann einen aggressiven Manuel Weber von Sturm Graz, der Polverino attackiert, dran bleibt und dann im Zusammenspiel mit Sukuta Passo für das 3:1 sorgt. Und mit diesem Schwung agiert Pontigammer Sturm Graz in der gesamten Schlussphase. Wieder 3 Minuten später. Es sollte noch nicht genug sein. 44. Minute. Langer Pass aus der eigenen Hälfte auf Sukuta Passo. Der spürt, sieht, riecht wie auch immer in der Mitte Okotie und der erzielt zum 2. Mal in dieser Partie einen Treffer ohne Gegenspieler. Sukuta Passo darf flanken. Okotie ist ganz allein, nützt Zeit und Raum und Dobnik ist wieder völlig alleine gelassen von seiner Verteidigung. Hier nochmal, leicht bedrängt, aber nicht wirklich. Kommt er zur Flanke und schauen Sie, Okotie im Duell nur mehr mit dem Torhüter, der ist fuchsteufelswild. Pausenstand 4:1 für Pontigammer Sturm Graz. Schwere Patzer in der Defensive bei den Kärntnern. Eigentlich wäre die Kärntner Verteidigung zu tauschen. Bielitzer löst die Viererkette auch auf, bringt 2 frische Kräfte, Messner für Polverino und Falk für Solbauer. Und die braucht es auch, denn Sturm gleich wieder mit viel Schwung, Platz und ohne Störung. Ehrenreich über die rechte Seite. Okotie! Zentimeter fehlen. Rutscht ihm der Ball über den Riss, der zeigt es an. Wenige Zentimeter. Der Teamspieler heute wie aufgezogen. Die einzige unschöne Szene an diesem Abend
in der UPC Arena folgt kurz danach ein böses Foul von Solano an Sukuta Paso. Außerhalb des Strafraums entscheidet der Schiedsrichter und die gelbe Karte ist ein mildes Urteil vom sonst hervorragenden Schiedsrichterteam aus Vorarlberg. Nur gegen den Mann, böses Foul, hätte sich rot verdient. Die gute Nachricht, Sukuta Paso bleibt unverletzt, kann weiterspielen. In der 68. Minute holt Hybala Šabić vom Feld. Für ihn kommt Kröpfel. Tolle Partie des bisher Geächteten. WRC in der zweiten Hälfte völlig ungefährlich. Und Sturm Graz eigentlich kaum zu halten. Es zieht einem fast die Hose aus. Okotie auch so nicht zu stoppen. Nur durch Foul. Die 83. Minute. Nochmal Sturm. Weniger Torchancen als in der ersten Hälfte. Bodol mit einem schönen Haken und dann fehlen auch hier nur ein paar Zentimeter zum nächsten Treffer. Vier Stürmer zu Beginn, heute die richtige Entscheidung, auch Bodol mit einer tollen Partie, vor allem in der zweiten Hälfte. 85. Minute, WRCs einzige Chance in der zweiten Hälfte, ein Schuss von De Paula. Es bleibt beim 4:1, die Interviews von Gernot Lercher. Mich freut es für die Truppe, weil es ist wichtig, dass die Spieler Ruhe kriegen. Das sind ganz viele junge Spieler, wir haben einen Umbruch nun mal. Und diese jungen Spieler brauchen Ruhe. Die ganze Unruhe ist Gift für die jungen Spieler. Ich habe zwar, glaube ich, nur 69 Kilo, aber bei mir prallt das eigentlich ziemlich gut ab. Und ich bin lange schon Trainer und ich kenne das Spielchen, dass ein Spiel gut ist, mal ein Spiel schlecht ist. Aber für die Jungs freut es mich, dass wir heute mal 3 Punkte geholt haben, dass wir jetzt mit 6 Punkten da stehen. Mir ist das, ich habe keine Unruhe in mir. Wir haben ja ein bisschen zu schnell 1:1 bekommen. Okay, kann passieren, 2:1 kann auch passieren, aber dritte und vierte Tor, das darf nie im Leben passieren. Das waren die individuellen Fehler von meinen Spielern, das darf nie im Leben passieren. Das war eine Phase, wo wir gut Fußball gespielt haben, wo wir Sturm absolut unter Kontrolle gehabt haben, wo wir nicht inferior waren. Und wenn wir zur Pause 2:1 gegangen wären, dann hätte das Spiel anders gelaufen. Ist das eben dieses Quäntchen Routine, das eben einem Neuaufsteiger in die Bundesliga noch fehlt? Ja, natürlich. In erster Liga vielleicht bist du nicht bestraft für solche Fehler. In Bundesliga mit besseren Spielern bist du dann sofort bestraft. Ich würde sagen, wir haben uns mit dritter und vierter Tor haben wir uns selber geschlagen. Das erste Bundesliga-Treffen der beiden Clubs bringt Sturm Graz den ersten Heimsieg der Saison, den Kärntnern eine bittere Niederlage und Teamchef Marcel Koller einen Rubino Kotti mit viel Selbstvertrauen. Also die nachträgliche Einberufung in den österreichischen Teamkader anstelle des verletzten Marko Arnautovic hat Rubin Okotie offensichtlich Auftrieb gegeben. Wir schauen nochmals in die Grazer UPC Arena zu Gernot Lercher. Ja, maßgeblichen Anteil am Erfolg von Sturm heute hatte natürlich Rubin Okotie mit seinen 2 Toren. Rubin, wie groß ist nun die Erleichterung, nachdem die Mannschaft ja vor dieser Partie schon erheblich in der Kritik gestanden ist? Ja, die Erleichterung ist extrem. Wie Sie gesagt haben, war viel Störfeuer von außen. Aber wir als Mannschaft sind zusammengerückt und haben an uns geglaubt. Und deswegen war dieser Sieg sehr wichtig, dass auch Ruhe einkehrt in den ganzen Verein. In einem Verein, wo man immer wieder von dem System Hybala jetzt spricht, von einem sehr offensiven System, das er anstrebt, beginnt das jetzt langsam zu greifen? Ja, also man soll jetzt nicht so alles auf das System Hybala fokussieren, sondern er macht eine sehr gute Arbeit. Wir wollen offensiv spielen und natürlich funktioniert das von Anfang an noch nicht perfekt, aber wir arbeiten jeden Tag hart und es wird immer besser. Ist es zulässig zu sagen, dass Sie vielleicht heute auch so befreit aufgespielt haben, weil Sie ins Team einberufen wurden? Nein, aber man muss sagen, es hat mich natürlich sehr gefreut, dass mich der Teamchef nachnominiert hat. Und ja, ich bin froh, dabei zu sein. Ja.